Hi, das ist hier Kristen, willkommen zu einer neuen Folge bei Future Channel. Wir kommen zu einer Future Channel. Ja, wir sind heute auf jeden Fall Speed und Spaß. Okay, ja, willkommen zurück zu Future. Ja, letzte Folge haben wir Bacon eigentlich einen Brief, eher eine Liste geschrieben, was wir von neuen Items möchten haben. Und ich sehe gerade, das können wir hier reparieren. Und ja, weil das kann ich hier wieder reintun. Oder, das schalten wir mal. Kann ich das off? Es ist off. Dann. Oh, der ist kaputt. Ich leg den mal rein. Alles klar. Ich schalte die alle mal einfach off, eigentlich. Der ist on, off. Off. Obwohl, den können wir. Ach, egal, lass die alle einfach an. Außer der Speed. Und. Okay, ich glaube, man sollte nicht gehört haben, dass ich gerade genießt habe. Okay, welchen lassen mich hier an? Den lassen wir an. Den lassen wir aus. Ja, ja. Und der, hier haben wir das heilige komische Brot und dieses Enchantment Book. Das einfach Enchanted Book heißt, Enchanted ist aber kein Enchantment hat. Und dieses komische magische Brot. Und der, letzte Folge haben wir halt diesen, diese Liste Bacon geschickt und haben einen Dungeon gemacht. Und mein Audio mal, weil war schon wieder mal am Ende. Put. Ich bin nicht verwundert, aber es triggert halt nach einer Zeit nur, dass es einfach schade ist und was zum... Egal, irgendwas soll ich hier rausnehmen. Was macht jetzt das Ding hier? Ach, das ist eine unendliche Enderperle. Was ist, wenn ich jetzt dann damit alles hin und her schieße? Okay, gleichzeitig viel geportet werden, oder? Perfekt, wir sind da. Egal, ich verstehe jetzt nicht den Sinn dahinter. Und dieses Enderperlen-Ding ist sogar relativ nice, weil man kann sich einfach nur herporten, aber wo? Dieses Schwert wollte ich mir mal angucken. Nochmal, weil einige gemeint haben, und das kann, glaube ich, angeblich solche. Ja, diese Dinger schießen, sind ja mega cool. Sieht ja mega cool aus. Wie nice. Kann ich das nochmal einfach sneaken und schlagen? Okay, gut zu wissen. Das ist cool und 14 Damage, das ist nicht schwach und schießt cool, Waschschwer oder Sword. Sword oder Schwert, Sword, okay, ist er auch Englisch. Für Schwert, aber egal. Ja, ich wollte heute dann mal noch zu Bacon vorbeigucken, aber erstmal wollte ich vielleicht hier noch die Stadt ein bisschen angucken, vielleicht mal bei lieben Kanan wieder vorbeischauen, weil ich meine, wir waren hier lange nicht mehr. Hat sich eigentlich hier was getan, was das Haus sieht gleich aus und. Kanan, wie geht's? Verkauf den Briefkasten und einen Brief hier. Okay, den Briefkasten. Wir könnten uns den Briefkasten kaufen, Leute. Und hier ist Fabis Leiche. Was? Auf der Seite, wo die Truhen stehen. Alles klar. Ich glaube, der Typ ist lost. Egal, dann. Hier können wir durchgehen, dass Kanan seine Bosspotenpuder irgendwas. Das hört, wie heißt er nochmal? John, glaube ich. Ey, Leute, wenn ich hier so durchgehe, ich möchte mir einfach hier alle Häuser angucken. Hier mal rüber. Das komische Loster hier gehört meiner Joe. Stirb. Hier hat mein Phantom seinen ersten Tower gehabt, der komplett Schrott war. Und wer wohnt... Ach, hier ist doch Günther, dieser Verkäufer, da eine. Und, okay, hier... Ist er hier? Ist er zu Hause? Nein, er ist nicht zu Hause. Ich frage mich jetzt dann ganz ehrlich, was mit denen geschehen ist. Und, lol. Sein, hat er nicht den Keller gehabt? Hatte der nicht einen Keller? Warum bekomme ich gerade hier nichts gedroppt? Egal. Der hatte doch mal einen Keller, Leute, oder? Lol, er hat keinen Keller mehr. Leute, irgendwas läuft hier schief. Sein Keller ist weg. Der hatte ja damals einen Keller, wo wir damals eingebrochen sind. Ich leuchte hier mal aus, dass keine Monster spawnen, aber... Okay, vielleicht ist es aufregend, aber... Hey, Manfred, hello, du bist leicht lost... Oh, er greift dich an, sorry, ich würde sagen, das ist leicht lost. Und da nehmen wir diese GC Boots 5000, oder wie immer heißen. Das ist eine Kuhrüstung. Glaubt ihr, Manager fällt es auf, wenn wir vielleicht seine Rüstung hier stehlen? Nein, ich glaube nicht, oder? Und okay, wir nehmen die Boots und die Kuhrüstung, aber... Und hier sieht er einfach dieses Plakat so. Ey, ich bin so blöd, das auszubringen. Ach, egal.
Egal, wir fliegen rüber. Hier, warum ist jemand noch eine fucking nicht Taubencraft, wie heißen die? Galacticraft, Parachest. Egal, wir haben sie nicht kaputt gemacht. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan. Lass mal hier runter, weil. Okay, hier noch ein bisschen runter. Okay. Und sowieso, ich wollte diese Schuhe mal wechseln, weil. Okay, sie geben 4 Rüstung. Also haben wir wie viel Rüstung? 4, 10, 20, 24. Okay, 24 Armor-Balken haben wir. Das ist nice. Okay, die Kuhrüstung, wir packen mir die hin. Ich würde sagen, wir machen einfach die Magier-Robe weg und packen hier eine Kuhrüstung. Obwohl, wir können das, weil wir können das sogar lassen. Und hier die Magier-Rüstung geworden, das jetzt hinstellen, weil ich meine, wir haben noch Rüstungsständer. Und es ist sowieso jetzt an, wo haben wir uns hier Rüstungsständer? Hier. Und es ist sowieso jetzt an hier genügend Platz dafür. Also, wir könnten die einfach hier so hinstellen. Hier so als Schaupuppen-Dinger. Oder irgend sowas könnte man die hier hinstellen. Und hier. Perfekt. Und hier die tollen Boots. Dann haben wir das hier, Leute. Ganz easy. Hier mit unserem Jetpack und einem Void Helmet können wir noch nehmen. Und hier. Draufgepackt. Ganz easy und einfach. Und ja, ich würde vorschlagen, vielleicht, dass wir jetzt zu Bacon gehen. Oder, Leute, jemand war gerade bei mir und hallo, Bacon. Da ist gerade jemand reingekommen, wo ich herfliegen würde. Ah, hallo. Hallo, Bacon. Was geht? Du bist hier gut. Ja, hast du meine Liste gelesen oder gesehen halt? Weil ich meine, Leute, es wäre nice, wenn er die gelesen hat. Weil ich meine, ich bräuchte eventuell diese Items. Ich meine, die Rüstung ist gut, aber guck, wir haben halt nur 24 Dinger. Ich habe deine Liste gelesen. Okay, gut. Kannst du diese Sachen bauen? Weil Leute, man muss hier nachfragen. Und ich sehe hier ein paar Sachen. Ich glaube, er hat schon vielleicht was gemacht. Nein, das wollte ich gar nicht öffnen. Weil ich meine, hoffentlich, und was ist das? Was zum. Ich habe ein paar Sachen erfüllen können und ein paar nicht. Okay, nicht so schlimm. Was denn so? Ich meine, es wird mich doch interessieren, was du alles so gemacht hast. Okay. Okay, aber ey, was ist das für ein komisches Licht? Für gewisse Sachen habe ich nicht genug Rohstoffe. Okay, egal. Ist nicht. Nicht so wichtig. Aber egal. Ja. Weil Leute, ich meine, Hauptsache hat ein paar Sachen davon gemacht, weil dass wir ein bisschen stärker vielleicht sind. Okay, ich ist hier vielleicht mal ein bisschen Steak. Oh, das ist unser Steak, müssen wir wiederholen. Guck einfach mal in die Truhe, dort sind die neuen Sachen. Okay, Doki. Okay, Doki. Okay, und was haben wir? Ein Elementium Plate Shield. Ein Super Sharp Amethyst Scepter. Okay. Ein Sinneside Katana, ein Wand of Healing. Ich glaube, der hat sich mit Phantom zusammengesetzt oder so und ein paar Wands gemacht. Weil was macht denn der? Was macht der Wand? Lol, der macht so Pfeile oder wie? Also Magic Missile und der. Okay, und der heilt mich. Okay, gut. Zu wissen, dann hier haben wir, hier haben wir Munition. Dann haben wir hier einen Dark Energy Pearl. Die lasse ich mal. Ach, und übrigens, ich habe eine Idee, wie wir gegen Boss ankommen. Okay. Sprich los. Oder schieß los. Ist eher noch. Scuba Tank. Vielleicht braucht man den für die Dings, für diesen Flammenwerfer auch. Oder keine Ahnung. Dann Formation Wand, Conservation Wand, Illumination Wand, Space Bow. Oh, wir haben vielleicht den Bogen auch aufgeschrieben. Lol, rot, grün, das erinnert mich an diese Bad Wars, halt Texture Pack Bögen immer. Ich habe auch eine Klonmaschine gebaut. Cool. Okay, der hat eine Dingsmaschine gebaut und damit können wir auch eine Armee erstellen. Okay. Ist sogar eine nice Idee, Leute. Und ich nehme mal den Backpack hier. Oh, hier und haue die ganze Munition rein. Und die Äpfel hier mal. Sind. Was habe ich hier für eine Äpfel? Goldapfel, normaler OP-Apfel, ein Emerald-Apfel, ein Infected Golden Apple. Okay. Und ein Potash Apple. Interessant. Dann Bullets hier noch rein und okay.
nehmen wir vielleicht ein bisschen viel Bullets. Ich kann rein theoretisch auch eine Spitzhacke in einen Mensch machen oder so. Oh, okay. Lol. Nice, aber was ist meine Aufgabe dabei? Weil Leute, ich möchte wissen, was meine Aufgabe dabei jetzt ist. Und oh, ey, dieses Schild sieht noch nice aus als das eine. Uff, Leute, wir sind jetzt der wahre Krieger im Minecraft-Tour rein. Okay, was ist mein, komm einfach morgen zu mir, komm einfach morgen zu mir. Na, was? Ich bin komplett los. Komm einfach morgen zu mir. Wir machen die Klone. Okay. Gut. Das war gerade richtig lost. Ich habe gerade einfach nicht gelesen. Hey. Dings, Bacon, du machst mich fertig. Wupp, wupp. Ah, das ist so ein, schätze ich mal, so ein schwarzes Loch, was man schießen kann. Ich möchte eigentlich nicht ungern jetzt testen schon, aber. Oder? Keine Ahnung, egal. Wir brauchen nur einen Prototyp oder. Wie du dazu sagen möchtest. Okay. Können wir so machen. Und könntet ihr, weil wir können austesten. Ups, das war nicht. Wie viel Damage mache ich mit denen? 7. Das ist ein Spaceball. War kurz und 10. Und mit denen, wenn wir ihn aufladen, machen wir gleich. Die sind gleich stark, mal schätze ich ungefähr. Und farmen. Was? Ich gehe jetzt weiter abbauen und farmen. Okay, mach das. Oh, bye. Okay, dann fliegen wir kurz zurück. Aber ey, das ist jetzt interessant. Was ist das für ein Elytra-Sound? Das frage ich mich jedes Mal. Ey, wenn ich jetzt Steuerung O ausmache und das jetzt dann aus ist, ist es immer noch? Nein, dann kann es das auch nicht sein. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Okay, hier ein Bogen. Machen wir. Diese, was macht dieser Stab? Illumination Wand. Lol. Und der? Was macht der so, hä? Lol. Meine Hautfarbe hat ihr gesehen, die ist voll blau gewesen gerade. Was macht der? Formation Wand. Ey, das gefällt mir gerade nicht so, egal. Ich würde auch sagen, das war's nicht voll. Sorry, kurz war ich hier drin. Ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ach genau. Und lasst ein Like auch oben da für diese geilen Weapons und diese Waffen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey.